Das Geschenkesystem ist nun endlich da und du erfährst hier in diesem Video alle Informationen rund um das Geschenkesystem. Lass mir gerne noch ein Däumchen nach oben da, denn Support ist kein Mord. Und dann sehen wir uns jetzt gleich nach dem Intro wieder. Moin Freunde, das Geschenkesystem ist nun endlich hinzugefügt worden, auch wenn es keine große Ankündigung gab. Aber ihr könnt jetzt tatsächlich euren Freunden Geschenke machen und wie das genau funktioniert, das werde ich euch jetzt auf jeden Fall erzählen. Bevor wir aber zum Thema kommen, eine ganz kleine Frage mal an euch. Und zwar, habt ihr schon Geschenke erhalten oder habt ihr schon Geschenke verschenkt? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Hashtag ja. Oder Hashtag nein, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Kommen wir dann aber zum Thema. Und zwar, wenn ihr selber Geschenke von anderen erhalten wollt, dann müsst ihr erstmal hier oben rechts auf die Einstellungen gehen, auf das Männchen und hier natürlich das Ganze auf Ja stellen. Ansonsten funktioniert das nicht. Wenn ihr auf Nein stellt, dann erhaltet ihr keine Geschenke von anderen. In dem Fall wollen wir das natürlich nicht. Drücken auf Ja, auf Anwenden und dann habt ihr das auf jeden Fall schon mal erledigt. Dass ihr eure Items und Skins aus eurem Spind nicht an Freunde verschenken könnt, das sollte, denke ich, jedem klar sein. Ich möchte das hier an dieser Stelle auch nur nochmal angesprochen haben. Also ihr seht, hier gibt es keine Funktion irgendwie, wo ich draufklicken kann und dann ein Geschenk machen kann. Also das wird nicht gehen. Was allerdings geht, ist Folgendes. Und zwar können wir im Itemshop die Skins und die Items an unsere Freunde verschenken. Mit der Ausnahme, dass ich jetzt hier die Battle Pass Stufen nicht verschenken kann. Das ist aber auch das einzige Item. Also ihr seht, ich kann hier nur die Gegenstände erwerben. Ich kann hier das Ganze nicht an meine Freunde verschenken, versenden, was auch immer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf ein Emote drauf gehe, auf ein Item und das ganz gerne verschenken möchte, dann kann ich hier unten auf als Geschenk kaufen gehen, kann dann mir das selber schenken, ja, das funktioniert auch tatsächlich. Oder ich kann hier 4 Leute auswählen insgesamt und kann denen das dann gleichzeitig versenden. Also ihr seht, ich kann hier keine 5 oder 6 Personen auswählen. Das geht alles nicht. Ich kann nur insgesamt 4 Leute hier auswählen und denen ein Geschenk machen. Was hierbei noch zu beachten ist, ist auf jeden Fall, dass ihr die Multifaktor-Authentifizierung auf eurem Konto aktiviert. Wenn ihr das nämlich nicht tut, könnt ihr keine Geschenke machen. Genauso müsst ihr mit eurem Freund auch insgesamt mindestens 48 Stunden befreundet sein. Das heißt, wenn ihr 40 Stunden nur befreundet seid, geht das nicht. Ihr müsst mindestens 48 Stunden und somit 2 Tage mit eurem Freund dann halt eben befreundet sein, damit ihr an diese Person dann auch ein Geschenk machen könnt. Außerdem sollte man daran denken, dass man innerhalb der 24 Stunden, also an einem Tag, nur insgesamt 3 Geschenke machen kann. Ich kann keine 4 Geschenke machen an einem Tag, ich kann keine 5 machen. Hier steht es, 3 tägliche Geschenke verbleibend. So, ihr seht jetzt, ich habe das Ganze ausgewählt. 2000 V-Bucks bezahle ich natürlich. Wenn ich jetzt hier den einen wieder wegmache oder die anderen, bezahle ich jetzt für eine Person in dem Fall den normalen Preis. Also das ist ja auch logisch, wenn ihr jetzt im Real Life in einen Shop geht und ihr kauft euch irgendwas und das dann letztendlich versenden wollt, dann kostet das natürlich genauso viel, als wenn ihr es gekauft habt. Also daran nur denken, ihr müsst nicht mehr bezahlen, ihr müsst aber auch nicht weniger zahlen. Wenn ihr dann die Person oder die Personen ausgewählt habt, an die ihr dann das Geschenk senden wollt, dann geht ihr auf Fortfahren und dann könnt ihr jetzt hier noch euer Geschenk personalisieren, beziehungsweise euer Geschenk verpacken. Da kann ich jetzt auswählen, welche Farbe mein Geschenk haben soll. Ich wähle jetzt zum Beispiel einfach mal hier dieses Geschenk aus und kann dann jetzt hier einfach noch irgendwas reinschreiben, wie zum Beispiel, hey, Fruchti, und kann dann hier mir das Ganze zusenden. So einfach geht das. Verschicken von Geschenken steht jetzt hier, dann lädt das ein bisschen. Und dann seht ihr auch schon hier, ich habe ein Geschenk bekommen. Ein toller Mensch hat dir ein Geschenk geschickt von du selbst, hey Fruchti. Und dann halt you. Und dann kann ich das Ganze jetzt öffnen. Und tada, ich bekomme hier den Emote. Ja, so einfach geht das Ganze. Wir können jetzt auch nochmal hier auf den Emote gehen. Und können hier nochmal als Geschenk kaufen. Und dann seht ihr, ich kann jetzt hier diesen
Gegenstand an mich selber nicht mehr versenden. Genauso ist das, wenn jetzt hier Admir16 jetzt diesen Emote hat und ihn das senden will, dann kommt eine Fehlermeldung, dass er halt eben das Geschenk schon hat. Also da dürft ihr dann nicht verwundert sein, dass das Ganze dann nicht geht. Das liegt dann einfach daran, dass er halt eben schon den Skin oder das Item hat. Ja, normalerweise müssten jetzt hier 2 tägliche Geschenke verbleibend stehen. Wundert mich so ein bisschen. Aber vielleicht hat er das registriert, dass ich mir selber ein Geschenk gemacht habe. Wenn ich jetzt jemand anderen ein Geschenk machen würde, dann müsste jetzt hier 2 tägliche Geschenke stehen. Also das einfach nur nochmal, nicht dass ihr euch jetzt wundert. Ich hatte mich eben jetzt auch ein bisschen gewundert, aber womöglich wird das dann jetzt so der Fall sein. Dann auch nochmal 2 ganz, ganz wichtige Dinge, die ihr auf jeden Fall wissen solltet. Und zwar, das Verschenken auf iOS-Geräten wird nicht verfügbar sein. Also das wird nicht funktionieren, weil es die Apple-Richtlinien verbieten. Also das ist der Grund, das gibt Epic Games jetzt hier jedenfalls an. Und dann zur zweiten Sache, und zwar wird es so sein, dass wir nur insgesamt eine Woche jetzt Zeit haben, um Geschenke an unseren Freunden zu versenden. Wir werden jetzt nur eine ganze Woche Zeit haben, danach wird das Ganze wieder rausgenommen, dann wird das Geschenkesystem deaktiviert werden. Ich vermute aber mal, dass jetzt Epic Games dann vor Weihnachten spätestens wieder das Geschenkesystem zurückbringt, denn ich vermute, dass jetzt diese Woche einfach nur dazu dient, um das Ganze mal ein bisschen zu beobachten, wie entwickelt sich das, gibt es Probleme, gibt es irgendwelche Bugs und wenn ja, dann kann man das dann fixen und in Angriff nehmen, aber spätestens vor Weihnachten sollte das Ganze dann auch auf jeden Fall wieder verfügbar sein für uns. Das ist jetzt meine Vermutung. Ansonsten hoffe ich, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Das war auf jeden Fall jetzt ein kleiner und grober Überblick über das Geschenkesystem. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen, um hier auf diesem Kanal nichts mehr zu verpassen. Ansonsten sehen wir uns dann morgen um 6.30 Uhr wieder zu einem weiteren Video. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao.